Habt ihr etwas gefunden? Das nicht. Keine Papiere, nichts. Das gibt's doch nicht. Etwas muss an den Gemälden sein. Denkt nach. Ich habe nachgedacht. Diese Gemälde sagen mir gar nichts. Salai, hat Leonardo seine Forschungen nicht verschlüsselt? Er schreibt manchmal rückwärts. Ezio, er hat auch Tinten hergestellt, darunter auch eine unsichtbare. Aber unsichtbare Tinte kann man doch nicht sehen. Oder doch? Ezio, benutzt eure Gabe! Davon wisst ihr also auch? Das sind Zeichnungen auf den Bildern. Wir hatten recht. Hier ist noch eine. Dieses wurde vollständig abgesucht. Hier ist eine Zeichnung. In diesem waren auch zwei versteckt. Da ist eine Zeichnung. Alle gefunden. Ich habe eine. Ich habe zwei gefunden. Hab eine. Mit diesem seid ihr fertig, wie ich sehe. Ich habe alle Bilder gefunden. Sie scheinen sich zu ergänzen. Dann zeichnet sie ab. Bringt mir Papier und Feder. Ist das eine Karte? Zeigt mir den Eingang. Ich muss die Teile erst richtig anordnen. Wartet. Was ist mit den verbrannten Gemälden? Vielleicht werden die fehlenden Teile nicht gebraucht. Würdet ihr darauf wetten? Nein.
Eingang zu den Katakomben. Geht. Bringt ihn mir zurück. Halte durch, alter Freund. Ich komme. Sag mir, wo der Eingang ist. Wie naiv von mir. Zu glauben, du strebst nach Wissen, so wie ich. Was haben wir von Wissen, das wir nicht anwenden? Wir haben die Möglichkeit, eine bessere Welt zu schaffen. Eine, in der wir frei sind, unser eigenes Schicksal zu schmieden. Und was, wenn ich lieber kein Teil deiner Vision wäre? Das wäre dumm. Siehst du es nicht? Wir vernichten die Unwissenheit, befreien die Menschen von ihren Standesgrenzen und Königreichen, von ihren tierischen Gefühlen. Jedermann wird die Wahrheit erkennen können. Mich hier im Dunkeln zu verprügeln, wird das Volk Italiens erleuchten? Pythagoras vollkommene Zahl steckt in diesem Tempel. Wir wissen es beide. Die Zahl findet sich in der ganzen Natur, in allen Dingen. Sie ist die Quelle. Mit ihr können wir die Köpfe und Herzen der Menschen öffnen und sie mit Wissen füllen. Wie der Herr, so ist geschah. Das ist der hermetische Eid. Zusammen verwandeln wir die Menschheit in Götter. Jetzt zeig mir den Eingang. Halt! Ezio Auditore! Ihr, der ihr Cesare Borgia festnahmt, römischer Ignoranz ein Ende setztet, überzeugt unseren Freund Leonardo, den Tempel zu öffnen und das goldene Zeitalter einzuläuten. Soll ich unseren Freund mit Tritten überzeugen? Oder wäre euch meine Klinge lieber? Im Gegenteil. Mir wäre nichts lieber als eine freundschaftliche Lösung. Helft Leonardo, Vernunft anzunehmen. Mit der vollkommenen Zahl können wir die Menschheit neu erschaffen. Nicht nach meinem Credo. Dann findet die Revolution ohne euch statt. Ucciderlo! Verdammt! Du schnell! Leonardo, ich muss es wissen. Holt ihn euch. Bitte, für die Zukunft der Menschheit. Sag es mir. Uns läuft die Zeit davon. Jetzt! Ora!
Statuen hier! Treibt ihn in eine Sackgasse! Schnell! Wie einfältig. Haltet euch fern von mir, Assassino. Im Innern sind wir alle gleich. Ihr? Ein Assassine? Ein Feind des Wissens? Man muss die Wahrheit aus freien Stücken suchen. Zwingt ihr sie anderen auf, erreicht ihr gar nichts. Diese verlorenen, verfeindeten Reiche. Ich hätte ihr Leiden beendet. Che tu possa conoscere la verità nella morte. Requiescat in pace. Komm, verschwinden wir von hier. Das geht nicht, Ezio. Nicht ohne den letzten Raum des Tempels zu erreichen. Du bist verletzt. Es wird schon wieder. Wenn diese Zahl noch intakt ist, riskieren wir, dass ein anderer Narr sie findet. Komm. Nimm die Fackel. Ich werde vorgehen. Zum Glück konnte ich Massimo mit den Bildern hinhalten. Das hat sie massiv zurückgeworfen. Nach Pythagoras bewegt sich die Seele durch Spalten in der Erde, wie ein Lichtstrahl. Sie entzündet Feuer, und Feuer steht für Wissen. Nun komme ich wieder.
wieder hier hoch. Du hast es fast geschafft! Du hast leicht reden. Wir müssen weiter! Ich schätze, Salai verschleudert mit Freuden meine schwer verdienten Florin. Er ist sicher zu Hause. Das beruhigt mich. Wegen des Geldes, natürlich. Du musst mir nichts vormachen. Salai passt zu dir. Du hast meinen Segen. Leonardo da Vinci findet keine Worte? Ah, eine Premiere. Der Raum ist etwas dunkel. Hörst du das? Der Wind pfeift. Die Pythagoreer glaubten, die Kräfte der Natur ließen sich auf Zahlen. Mathematik könnte die Natur bändigen und den Menschen erlauben, ihre Kräfte zu nutzen. Komme ich wieder hier hoch.
Weg, wenn ich falle. Ein letzter Raum, dann sind wir im Zentrum. Des Wissens. Korrekt. Für die Pythagoreer wird Harmonie erreicht, wenn aus der Vielfalt eine Einheit wird. Wenn viele Gedanken sich zu einer einzigen Idee kombinieren. Könnte helfen, wenn ich stürze. Oh, wie erleuchtend. Sehr lustig.
Die Einheit ist erreicht, aber die Tür öffnet sich nicht. Leonardo, komm her! Erkennst du die Symbole? Nein. Warte. Das sind die Symbole, die mir damals der Edenapfel gezeigt hat. Aber die Reihenfolge... Lass mich mal. Wenn ich sie neu ordne... Fertig! Nichts Pythagoreisches. 43, 39, 19, N, 75, 27, 42 und W. Nichts. Der Hermeskult irrt sich. Die Zahl bedeutet gar nichts. Du gehst schon? Keine Zahl kann die Welt heilen. Komm, mein Freund. Ich brauche ein Schiff nach Navarre. Ich muss das mit Cesare beenden. Das richtet sich nicht an uns. Ezio, was verschweigst du mir? Woran arbeitest du sonst noch? Nun, ich habe einige Obduktionen durchgeführt. Und König Ludwig XII. Scheint mich als Ingenieur anheuern zu wollen. Oh ja, und ich denke daran, das verbrannte Johannesgemälde nachzumalen. Salai würde wieder Modell stehen, versteht sich. Und vielleicht werde ich Frauen mit Kindern studieren, um zu sehen, wie sich Körper verändert. Interessant. Erzähl mir mehr.